So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir wollen heute Level 46 erreichen. Wir sind nämlich gerade im Level 45, müssen zu 46. Da waren wieder sehr interessante Aufgaben dabei. Jetzt muss ich gucken, mit diesem überbreiten iPhone, wo man es immer nicht schafft, von einer Seite auf die andere zu kommen, was wir überhaupt für Aufgaben haben. Schließe 100 Feldforschungsaufgaben ab. Da muss ich noch eine machen. Mach 7 Tage hintereinander einen Schnappschuss eines Pokémon. Das habe ich einmal verkackt. Da habe ich nämlich den einen Tag vergessen. Stand jetzt eines wilden Pokémon? Ach, keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall auf 1 in meiner Box. Drück mal hier drauf. Mach dann mal so. Geh dann zurück. Dann geht's nicht. Perfekt. Es muss also, na, es muss doch kein wildes sein. Also das Felino, das können wir gekonnt ignorieren. Das ist einfach nur ein Schnappschuss machen. Das heißt, alles, was ich heute fertig mache, bringt mich trotzdem nicht weiter, weil ich ja noch den siebten Tag morgen brauche. Dann war eine Aufgabe, die ist schon fertig, das waren 50 einfach fabelhafte Würfe. Ich habe immer gesagt, macht man am besten bei legendären Raid-Bossen. Jetzt ist das aber, wenn man Free-to-Play hat, man ja immer nur einen pro Tag, wenn überhaupt man in der Lage ist, legendäre Raid-Bosse zu machen. Da habe ich dann noch einen Tipp für euch, einen richtigen Profi-Tipp. Aber Brüte 30 Eier aus fehlt noch. Und das ist auch cool, da habe ich nämlich jetzt wieder gesammelt, bis ich 12 Kilometer Eier habe. Die werde ich jetzt alle hier reinpacken. Entweder also hier unten draufdrücken, dann aufs Ei, immer unten draufdrücken, dann aufs Ei. Oder vielleicht macht ihr das, ihr drückt aufs Ei, dann unten und dann so. Also es gibt auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, das zu machen. Erst Ei, dann ausbrüten, beginnen, dann die Maschine auswählen. Oder unten auf die Maschine und dann aufs Ei. Unten auf die Maschine, dann aufs Ei. Vom Gefühl her sagt mir das, dass diese Methode hier schneller geht. Außer es hängt sich gerade mal wieder auf. Ja, ich packe die jetzt alle 12 hier rein. Werde die brüten, wenn die aufgehen, schneid mal die rein. Und dann gibt es noch die Tipps, wie ihr am besten die 50 einfach fabelhaften Würfe macht, beziehungsweise wie ich die gemacht habe. So, was mir einfällt, ich muss ja noch meine 100. Feldforschung machen. Und eine ist hier zum Beispiel übrig, ich mache einen Schnappschuss von Absol oder Quabbel im Freien. Jetzt sitzen hier überall Quabbel rum. Jetzt kannst du hier nochmal drauf. Kannst einen Schnappschuss machen, kannst zurück, kannst es einfach sitzen lassen und kannst hier alles abholen. 1000 Staub, 5 Bären und 2 Event-Feld-Forschungsbegegnungen, die ich jetzt mit dem Hyperball fangen muss, weil ich habe keine blauen Bälle mehr. Die Hyperbälle nehme ich ja eigentlich immer für den C-Day. Und dann haben wir ja noch die Roten, aber die Roten sollen ja für das Go Plus sein, dass das Go Plus das fängt. Das können wir mal kurz bewerten, weil es aus der Quest kommt. Hier können wir mal rein. Dann haben wir die 100 Feldforschungsaufgaben natürlich voll. So. Digga! Dann haben wir die natürlich voll. Sind am Eierbrüten. Dann habe ich noch den Profi-Tipp, wie gesagt, mit 50 fabelhaften Würfen, ganz einfach, ganz chillig von zu Hause aus, wie ich das gemacht habe, falls ihr keine Raids habt, falls ihr keine Raid-Bosse habt, falls ihr keine Legendären habt. So, es ist soweit, die 12 Kilometer Eier gehen auf, ich habe ein Sternstück gezündet und wir wollen jetzt mal hier drauf drücken, gucken, was da drin ist. Ich habe ja schon mal eine Folge gemacht mit 12 Kilometer Eiern, dürften also jetzt nicht viele Pokédex-Einträge sein. Gladiandri ist der erste mit 6500 Stau. Auf die Bonbons habe ich jetzt nicht geachtet. Das zweite auch Gladiandri mit 8800. Wir können mal drauf drücken, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Skalyk 5226. Kapuno dann das vierte mit 8500. Nochmal Gladiandri 7400. Kapuno, also eigentlich freue ich mich über Kapuno, 9600 Staub, weil Drigefalo doch ein richtig geniales Pokémon ist. Garnoville brauchst du halt eigentlich nicht, 4800. Garnoville habe ich mich früher gefreut, aber ist ja wohl auch nur ein Pokédex-Eintrag. 9300 beim Pampam. Noch ein Pampam mit 4800. Wieder Gladiandri, was halt auch meiner Meinung nach nutzlos ist. 5600, nochmal Gladiandri, 9600, das gibt auf jeden Fall Staub. Noch ein Pampam hinterher mit 6771. Und die Aufgabe mit den Eiern
ist fertig. Das heißt, wir bewerten noch kurz alles. Haben jetzt hier 2 Sterne, 3 Sterne. Das sieht ja genauso aus wie das erste. Nee, doch nicht. Da sind 2 15er Werte drin. Ist da vielleicht sogar ein 100er Gladiandri dabei? Bei so vielen Gladiandri, die es gerade gebrütet hat, 6 90er, da würde ich wahrscheinlich sogar, wenn ich ein 100er hätte, das nehmen und verschicken, weil du halt damit nichts machst. Ne? Du machst damit nichts, das ist nichts, das braucht keiner. Lass mal also so, wie es ist. 12 Kilometer Eier. Geh noch mal bei uns hier drauf. Haben nämlich jetzt noch die Aufgabe, einen Schnappschuss zu machen. Das kann ich aber nicht heute machen, das müssen wir morgen machen. Und morgen will ich euch auch gleichzeitig zeigen, wie ich die 50 einfach fabelhaften Würfe mitgemacht habe. Und das ohne Legendäre, ohne Raid, ohne alles. Einfach mit der... Das zeigt man morgen, das können wir jetzt nicht sagen. Das zeigt man euch auf jeden Fall noch. So, jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden. Level 45 auf Level 46, Level up. Ich muss ja noch einen Schnappschuss machen. Dann habe ich mein Level up. Ich habe euch gesagt, ich möchte das mal machen, euch zeigen, wie ich die 50 fabelhaften Würfe gemacht habe. Ich habe mir dazu eine Meltan-Box geholt, also eine Wunderbox, Meltan-Box. Die ist so nützlich, es gibt ja die Aufgabe, dass man 5 legendäre Pokémon fangen soll oder 5 mysteriöse. Das könnt ihr mit der Meltan-Box machen. Da gibt es was mit Pokémon auf Level 50 pushen, da braucht ihr XL-Bonbons. Das könnt ihr mit der Meltan-Box machen. Weil jedes Meltan ja nicht nur 3 normale gibt, sondern auch eben 3 XL gleichzeitig. Und das kostenlos und das jederzeit bzw. alle 3 Tage. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Meltan-Box bekommt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe ja ein Tutorial damals gemacht. Ich habe es jetzt wieder bei Pokémon Home gemacht, dass ich mir über die App Pokémon Home eine Wunderbox geholt habe. Früher brauchte man eine Switch und das Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu. Jetzt nutzt du Pokémon Home, die App, die sich jeder runterladen kann, und kannst dir dann eine Meltan-Box holen. Die wird auch nicht vom Gehen beeinflusst. Das heißt, ob ich jetzt laufe oder ob ich hier sitze, es würde theoretisch immer genau die gleiche Anzahl an Meltern aus der Box kommen, wenn überhaupt mal eins rauskommt, weil irgendwie gerade einfach keins kommt. Perfekt. Ja, ich warte jetzt, bis Meltern kommt. Und dann habe ich euch gezeigt, wie ich einen Abend zu Hause gesessen habe und habe gemütlich 1 Stunde lang Meltern-Box gefarmt und dabei die einfach fabelhaften Würfe gemacht. Das ist jetzt wieder ein bisschen unterschiedlich, denn jetzt habe ich wieder das iPhone. Das ist wieder breiter, das wirkt wieder anders. Normal habe ich das immer mit dem rechten Daumen einfach gemacht, bin drauf und habe dann hier rüberwärts so gecurved mit dem rechten Daumen. Das ist aber bei dem iPhone so komisch. Denn das Samsung, da kommst du von hier übers ganze Handy so. Bei dem iPhone bin ich hier und ich komme nicht bis rüber an den Rand, da ist immer so ein Stück noch frei. Deswegen habe ich das lieber mit dem Haupthandy, wo auch die SIM-Karte drin ist, abends gemütlich gemacht beim Fernsehen gucken, aber zum Aufnehmen muss ich halt leider hier das nehmen. Das iPhone, es ist halt trotzdem irgendwie flüssiger und ja, ich werde mal probieren, jetzt ein paar einfach fabelhafte Würfe bei Meltan reinzuschneiden, wenn Meltan da ist, damit ihr seht, dass das mit Meltan trotzdem machbar ist und man immer wieder ja neues Meltan kriegt und man das einfach ohne Kosten und ohne Aufwand dann gemütlich machen kann. 1 Stunde lang Meltan farmen, da sind bestimmt 50 Meltan drin und da habt ihr die 50 einfach fabelhaften Würfe chillig machen können, alle paar Tage so ein Meltan. Wir probieren es jetzt mal mit dem Daumen rechts curven, werfen. War nur großartig. Das heißt, wir müssen den Kreis noch kleiner halten. So, da ist das nächste Meltan. Wir curven nochmal. Der muss halt wirklich sehr klein sein. Jetzt hat das Ignivor den Ball geschossen, das gibt's doch nicht. Aber wenn das drin ist, seht ihr gleich, was ich meine. Weil das ja als legendäres bzw. mysteriöses Pokémon zählt, kriegt ihr bei jedem, was ihr fangt, mindestens 3 XL-Bonbons sowieso dazu. Und bei 296 könnt ihr dann eins nehmen und hochpushen. Guck mal, ich habe 544 Meltan-Bonbons und 476. Das heißt, Meltan und die Meltan-Box ist einfach genial, ist einfach nützlich für viele Aufgaben, die mit den Level-Ups zu tun haben. Jetzt lass mich mal hier nicht hängen, Meltan. Wir brauchen noch wenigstens einen einfach fabelhaften Wurf. Ich probiere es aber jetzt mit dem Daumen immer rechts. Eigentlich curve ich sonst immer mit dem Zeigefinger. Aber wir machen es jetzt mit dem Daumen. So, wir haben den Daumen. Pass auf, Konzentration. Curven, loslassen, einfach fabelhaft und das beim dritten Meltan. Am Anfang habe ich es ja so gemacht,
War Katastrophe. Dann habe ich es mit dem Daumen gemacht, dass du es schön so im Handgelenk hast und rausschleuderst. Mal hab mich ran getastet. Wenn ihr seht, dass das jetzt kein Glück war, sondern dass das nach einer Zeit ins Können übergeht, brauchen wir noch einen Meltan mit einfach fabelhaft. So, das nächste Meltan ist da. Guckt's euch an. Hör bitte auf anzugreifen. Das macht doch gar keinen Sinn. Und daneben geworfen. Und er greift an. Toll, das war aber kein einfach fabelhaft. Aber es gab 6 Bonbons und 4 XL dafür. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Mega-Entwicklung an, wo der Typ Stahl noch geboostet ist. Dann kriegt ihr vielleicht 5 XL, 6 XL, keine Ahnung, wie hoch das geht, 7 XL, 5 Minuten Box bis jetzt. Schon 3 Meltan, 4 Meltan, 5 Meltan. Meltan ist der Boss. So, wieder einfach fabelhaft. Und jetzt glaubt ihr es mir bestimmt, dass ich das raus hab, den Dreh. Wenn du halt wirklich da sitzt und chillst ein bisschen, dann wirst du merken, dass immer mehr Würfe einfach passen. Ein Schnappschuss muss ich noch machen. Dafür gehen wir jetzt trotzdem auch mal hier auf das Meltan. Machen beim Meltan hier mal so einen Schnappschuss. So, das ist dann der Handy hier. Das seid ihr hier. Das sind Pinguine, Bruder. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt müsste das für die Aufgabe zählen. 7 Tage. 7 Tage hintereinander. Jetzt Level 46. Statistik. Ich habe schon wieder einen Raid Pass bekommen. Das heißt, ich kann schon wieder eine Dragoran Raid machen in der Zeit, wo Dragoran da ist. Was sagt uns die Statistik? Aber was haben wir denn gemacht? 1800 Pokémon, 32 Raids, 1200 Stops. Ich habe alle Pässe, die ich bei den Levelaufstiegen bekommen habe, die ganzen grünen, letzte Zeit in das kostümierte Dragoran gesteckt aus der Fashion Week. Ich habe nur noch einen gehabt, einen grün. Jetzt habe ich wieder 2 grüne. Ich hatte 9 Stück. Ich habe 8 Stück verbraucht. Jetzt habe ich wieder 2, das heißt, ich kann noch einen zusätzlichen in den Dragoran stecken, neben dem normalen, der sowieso immer da ist. Und das ist cool, das macht Spaß, das ist Dragoran, das ist cool und ja, das war leider wieder nicht einfach fabelhaft. Wir können auch ganz kurz auf die Aufgaben gucken, die wir jetzt brauchen bei Level 46 zu 47 und dann habe ich wieder Zeit, mich da ein bisschen ranzufuchsen. Gehen jetzt mal hier drauf. Wie, Bildschirmaufnahme stoppen? Nee. Gewinne 30 Raids mit einem Team. Gewinne 30 Raids mit einem Team, in dem jedes Pokémon eine andere Art ist. Das dauert also bei mir 30 Tage. Gewinne einen Stufe 3 Raid nur mit Pokémon mit 1500 WP oder weniger. Das heißt, beim Dragoran Raid, der ist ja 3, machst du halt einfach hier eine, machst du halt was Kleines rein und hoffen, dass die anderen die Arbeit übernehmen. Verwende Power-Ups bei 3 Pokémon bis zu ihren maximalen WP. Da müssen wir mal eine Max Out Monday Folge machen und 3 Pokémon auf Level 50 pushen. Und verdiene 20 Platin-Medaillen. Ich bin gerade mal bei 11. Das heißt, in 30 Tagen ist das wahrscheinlich doch nicht gemacht. Das war's jetzt aber. Level 46 von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.